Aber jetzt haben wir unseren ersten Gastredner, der tatsächlich zum ersten Mal auch hier bei der Nuklearia auf der Demonstration spricht. Und das ist Christoph Lemmer. Und er stellt sich auch am besten selbst vor. Vielen Dank. Servus, hallo und Dankeschön. Ja, ich heiße Christoph Lemmer. Ich bin von Beruf Journalist. Normalerweise spreche ich nicht auf Demonstrationen. Genau genommen weiß ich gar nicht, wann ich überhaupt zum letzten Mal auf einer Demonstration gewesen bin. Aber hier tue ich es jetzt. Das kommt dadurch zustande, dass ich über Twitter seit längerer Zeit Nuklearia beobachtet habe und dann irgendwann noch den Kontakt zu Nuklearia-Leuten und dann anderen, die da ähnlich denken, gefunden habe. Und das wiederum deshalb, weil in den letzten Jahren für mich in der ganzen öffentlichen Debatte ein riesengroßer Widerspruch immer offensichtlicher geworden ist, nämlich auf der einen Seite zu sagen, und zwar eigentlich als Konsens quer durch den gesamten politischen Garten von links bis rechts, das wichtigste, größte Problem, das zu lösen gilt global, sei der Klimawandel. Und aber zugleich eben auch daran festzuhalten, dass Atomkraft abzuschaffen sei. Und dann in der gesamten öffentlichen Debatte so zu tun, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und das geschieht bis heute. Alle Parteien sagen, Klimawandel sei das größte und wichtigste Thema, also die Priorität Nummer eins. Aber gleichzeitig halten sie an diesem Beschluss fest, bis Ende des kommenden Jahres aus der Atomkraft auszusteigen, die nach IPCC, der Weltklimarat, der immer groß zitiert wird von Fridays for Future, von den Grünen, von der CDU, von der CSU, von der FDP vielleicht ein bisschen weniger, von der SPD, also von der gesamten Landschaft der politischen Parteien, als die große, glaubwürdige, ernstzunehmende Institution. Der IPCC schlägt 4 technische Lösungen vor, um den Klimawandel zu dämpfen. Und eine davon ist eben Atomkraft. Und darauf weist keiner hin. Das wird ignoriert, das wird einfach totgeschwiegen, auch von meinen Medienkollegen. Und das finde ich so himmelschreiend und so groß widersprüchlich, dass ich mich jetzt eben doch hierher stelle und sage, so kann das eigentlich nicht laufen. Denn so ist es einfach schlicht sachlich falsch und nicht zu vertreten. Das führt mich zu der Frage, wie es eigentlich kommt, dass eine solche Entscheidung, nämlich der Ausstieg aus der Atomkraft, zustande kommen konnte und woher speziell in Deutschland, anderswo ist das ja anders, speziell in Deutschland diese Abneigung gegen diese Technik kommt. Diese Diskussion über den Atommüll, da können, glaube ich, die anderen Redner, die auch technisch versierter sind als ich, ich bin wie gesagt Journalist, kein Naturwissenschaftler, mehr und fundierter etwas dazu sagen. Ich möchte nur etwas wiedergeben, was mich sehr überzeugt hat. Es gibt ein Buch eines amerikanischen, ja, eigentlich Grünbewegten, der einst ein großer Atomkraftgegner war, inzwischen das Gegenteil ist, ein Atomkraftbefürworter. Nämlich Stuart Brand. Stuart Brand schreibt sein Erlebnis, das ihn zum Wandel seines Nachdenkens bewegt hat, war die Besichtigung einer Endlagerstätte in Yucca Mountain in Nevada. Die ist in den USA auf die nächsten 10.000 Jahre hin geplant, was relativ zivil ist im Vergleich zu den Millionen Jahren, von denen wir in Deutschland immer reden, aber wir haben halt offensichtlich manchmal irgendwie so zeitliche Dimensionen als Deutsche, die sind relativ speziell auch deutsch. Also 10.000 Jahre fand Stuart Brand relativ anmaßend, weil er sich gedacht hat, wie können wir heute eigentlich wissen, was in 10.000 Jahren passiert? Und wie können wir ein Problem über so lange Zeiträume dadurch zu lösen glauben, dass wir Material, das in den nächsten 1.000 Jahren ja immer schwächer strahlen wird, Halbwertszeit und Strahlungsabbau bedeutet ja, das Problem wird im Laufe der Zeit kleiner und nicht größer. Also wie können wir so anmaßend sein zu glauben, dass wir für die nächsten 10.000 Jahre etwas festlegen können? Und dann hat er umgekehrt nach hinten gedacht und sich gefragt, was ist eigentlich in den letzten, sagen wir, 200 Jahren an technischer Entwicklung passiert? Was ist neu dazugekommen? Und jeder, der hier steht, kann sich auch selber fragen, was ist eigentlich seit Ihres Lebens oder Eures Lebens an technischer Veränderung passiert? Was habt ihr als Kinder für Technik gehabt und was habt ihr heute für Technik? Und woher wollt ihr wissen, was in 10 Jahren ist? Oder was in 20 oder in 100 oder in 200 und jetzt kommen wir wieder auf 10.000 oder eine Million Jahre ist? Kurz und klein, die Atomtechnik hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Es gibt heute Atomkraftwerke, die produzieren in dieser Weise keinen Atommüll mehr, wie das
vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Daran dürfte kein Zweifel bestehen. Das, was heute so gefährlich ist, ist deshalb gefährlich, weil sehr viel Energie drin ist. Wenn sich diese Energie als Brennstoff nutzen lässt, und die Entwicklung sieht ja so aus, als ob das möglich sein wird, dann haben wir hier Rohstoff und nicht Abfall. Dann haben wir hier im Grunde genommen ein typisches Recycling-Thema. Dann könnte die Atomkraftdiskussion einen ähnlichen Verlauf nehmen wie die Mülldiskussion, die wir auch in den letzten Jahrzehnten hatten und die dazu geführt hat, dass weniger vernichtet und verbrannt wird, sondern dass mehr recycelt wird. Das kann so vermutlich auch mit Atomkraft möglich sein und mit dem, was heute eben als mal Atommüll bezeichnet wird. Das Problem dürfte also gar nicht in dieser Weise existieren. Was die Risiken betrifft, soweit ich die Zahlen richtig verstehe, ich bin nicht der große Zahlenmensch und meistens funktionieren Vorträge ganz gut, wenn man keine Zahl einbaut, deswegen vermeide ich mal jede Zahl. Aber was die Risiken ansonsten betrifft, scheint es so zu sein, dass keine einzige Energiegewinnungstechnik weniger menschlichen Schaden verursacht hat als die Atomkraft. Steinkohle beispielsweise verursacht ständig viel mehr Schäden, zum Beispiel durch Bergwerksunglücke oder durch das, was an Schaden passiert, wenn eben Abgase in die Atmosphäre geleitet werden. Das schafft konkreten Schaden, bis hin zu Atemnot in einer Stadt wie Peking, wobei China ja auch auf Atomkraft umschaltet. Mehr und mehr. Woher kommt also in Deutschland diese für meinen Geschmack völlig irrationale, rein emotional begründete Ablehnung? Genau wissen tue ich es nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Diskussion gegen Atomkraft etwa in den 1970er Jahren begann. Damals wurde dieser berühmte Aufkleber populär, zunächst auf Dänisch Atomkraft Nein Tak und dann Atomkraft Nein Danke auch auf Deutsch. Und einer derjenigen, die als erste diese Diskussion angestoßen haben, war ein gewisser Baldur Springmann, Ökobauer. Ein relativ prominenter Mitbegründer dann der Grünen Partei, die von vornherein auch als Anti-Atomkraft-Partei gegründet worden ist. Baldur Springmann war Nationalsozialist, er war Mitglied der SA, er hatte eine ganz starke Beziehung zu Blut und Boden. Er hat gerne sich fotografieren lassen mit einer Handvoll Erde, die er so hochgehalten hat und die er dann so mystisch übersprochen hat als die heilige Mutter Erde. So hat er dann auch sein Biobauertum verstanden als eher romantisches Zeug und weniger, ja, eigentlich naturwissenschaftlich, was es ja ist. Also das Pflanzen wachsen ja nicht, weil sie irgendwie bebetet werden. Das glauben die Demeter-Leute, die tatsächlich als Voraussetzung für das Demeter-Zertifikat verlangen, dass der Bauer vor dem Baum Buchstaben getanzt hat, weil die Äpfel dann saftiger und süßer werden. Das ist keine Satire, was ich sage. Das ist ernsthaft eine Voraussetzung für Demeter, um dieses Zertifikat zu bekommen, dass sie in jedem Bioladen kaufen können. Also jeder Bioladen verkauft ihn in dieser Weise wirklich Esoterik. Aber hier geht es um ein technisches Thema. Und dieses technische Thema Atomkraft ist durch diese, ich sage mal, politische Einführung durch Baldur Springmann und andere zu einem mystifizierten Thema geworden. Zu einem Thema, das irgendwie auf der Grundlage der 1920er oder noch etwas vorher Reformbewegung gewachsen ist. Und das sich dann so auch in die Grünen hineinbewegt hat und bis heute eine der Kernforderungen der Grünen überhaupt ist, die Atomkraft abzuschaffen. Es ist einer der Gründungsmythen der Grünen Partei. Und Angela Merkel hat dann vor einigen Jahren einfach beschlossen, nach Fukushima, was gar kein Atomunglück war und was auch keine nuklearen Opfer gefordert hat, das Momentum zu nutzen, um den Ausstieg aus dieser Technik zu verkünden, nicht aus technischen Gründen, sondern um den Grünen einfach ihr Gründungsmythos-Thema zu entwinden. Damit gab es diese Kontroverse zwischen Grünen und der Union eben nicht mehr. Das ist das einzige Motiv gewesen, das Angela Merkel hatte, und das ist jetzt unser Problem. Wir steigen jetzt tatsächlich aus den letzten 6 Atomkraftwerken aus, die CO2-frei oder annähernd CO2-frei Strom produzieren und müssen das irgendwie ersetzen, was wir nicht können. Und zugleich reden wir von E-Autos und von E-Heizungen und von allem Möglichen, was zusätzlich mit Strom betrieben werden soll. Und sogar der Bundeswirtschaftsminister hat ja jüngst erklärt, wahrscheinlich wird der Strombedarf um 15% steigen und gleichzeitig vernichten wir. Und dieser Widerspruch ist so evident,
dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich auch mehr öffentlich werden und auch mithelfen, dass das öffentlich wird und auch diskutiert wird und wieder zurückkommt in die Diskussion. Danke sehr.